Die nächsten Reprints wurden angekündigt für das Cyberdark Structure Deck und die sehen wie folgt aus. Ich glaube nicht, dass das im TCG passieren wird, aber hey, was ist schon meine Meinung? Es gibt da mehrere, die das gesagt haben. Heißt nicht, dass das Ganze bei uns dann auch im TCG genauso übernommen wird. Stellen wir uns mal kurz einmal vor, wir hatten diesen Fall schon öfter, dass wir im OCG Reprints drin hatten, die wir im TCG nicht bekommen haben. Oder Prints von Karten, wo wir uns gedacht haben, ja, die könnten passieren oder die könnten nicht passieren. Warum halte ich Impermanence und Lightning Storm für unwahrscheinlich in einem Cyberdark Structure Deck? Erstmal müssen wir zu wissen, dass die Karten im OCG gar nicht so einen großen Value haben wie jetzt hier im TCG, weil das halt hier im TCG halt extrem teure Karten sind. Also vor allem halt Lightning Storm. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Impermanence sogar wirklich bei uns im Structure Deck drin ist. Maybe, aber Lightning Storm auf gar keinen Fall. Weil Lightning Storm wird definitiv in dem Megatin drin sein. Es gibt halt keinen Grund, die vorher in einem Structure Deck als, weiß ich, Super Rare zu printen, wenn man die halt als Secret Rare in dem Megatin printen könnte. Das macht halt legit keinen Sinn, weil du kannst halt das Structure Deck dann besser verkaufen, aber da sind ein paar andere ganz okay Karten drin, also das würde jetzt nicht viel ausmachen. Und du brauchst quasi nur eine Hype-Karte für dieses Set, um das zu verkaufen. Wir haben jetzt quasi bei den Charmers zum Beispiel gesehen, da war ein Dark Ruler drin und da war auch Regiki drin, als Super Rare sogar, und das hat komplett gereicht. Aber Regiki und Dark Ruler ist ein anderer Ballpark als Lightning Storm und Impermanence. Denn Impermanence könntest du ja wirklich sehen, dass das da passiert. Aber Lightning Storm, dafür ist die Karte zu großen Value, dass Konami damit wirklich halt mehr Geld machen kann. Das haben mir auch schon viele bestätigt. Ich habe quasi schon die Nachricht bekommen, so, hast du schon gesehen? Ne, Reprints im OCG, im Cyber Structure Deck. Was sagst du dazu? Und ich hatte mir auch, der erste Gedanke von mir war halt so, nee, Digga, das wird nicht passieren. Und alle Kommentare, die ich gelesen habe, waren auch so, glaube ich nicht dran. Und ich habe mir gedacht so, ja, wenn man so nachdenkt, Impermanence könnte wirklich sein, eine Lightning Storm. Das Problem ist halt, dass dieses Structure Deck einfach nicht so gut ist. Und wir noch nicht so viele Informationen zu dem Structure Deck haben. Wir kennen schon viele Karten daraus. Die Frage ist halt, kennen wir schon alle? Denn die Reprints, die drin sind, die kennen wir noch nicht. Also von den Standard-Reprints, von den Cyberdarks und Scheiß. Die neuen Karten kennen wir, glaube ich, bis auf zwei von der rechnerischen Variante her. Müssten wir die eigentlich alle kennen. Das heißt, zwei Karten fehlen noch. Die Fallenkarte wurde jetzt revealed, die hier. Die gar nicht so bad ist. Aber ist das wirklich wert, dass man die Karten da reinpackt, um das zu verkaufen? Ich glaube nicht. Aber ganz wichtig ist, was denkt ihr dazu? Glaubt ihr wirklich, Lightning Storm und Impermanence sind in diesem Set nachher drin? Schreibt es mir in die Kommentare, ich gucke es mir unglaublich gerne an. Ansonsten lasst mir gerne ein Abo für den Channel da und natürlich kräftig liken für den Algorithmus. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.